Hey ho, zu dieser neuen Folge von Wir spielen Minecraft mit dem Vorbundler von Minenarbeit.de und wie versprochen gehen wir dann heute mal endlich Richtung, ich vergesse es immer wieder, ja, Westen. Es ist Westen. Nein, es ist nicht Westen, es ist Osten. Im Osten geht die Sonne auf und im Westen geht sie unter. Also gehen wir jetzt nach Osten. Endlich mal. Und dann werden wir mal sehen, was uns da für Landschaften blühen. Und natürlich, wie versprochen, werde ich euch dann heute dann auch mal wirklich endlich diesen Seed sagen von dieser Welt. Schon wieder Wölfe. Es ist dauernd Wölfe hier irgendwie. Also, ne? Die immer bellen. Oh, oi, oi, oh. Tch, unglaublich. Ein Schwein kommt mir natürlich gelegen, aber ja, gut. Bleibt mal hier in der Gegend, dann holen wir dich später. Das möchte ich natürlich auch gern auf die Farm locken. Aha, ein schöner Birkenwald. Auch gut für unsere Bäume. Ich wollte, aber ich habe, glaube ich, noch gar keine. Ah, Birken. Was sage ich denn? Pinien, nicht Birken. Ich habe noch gar keine Piniensaiblinge. Das sollte ich jetzt mal eben noch abwarten. Ja, ist doch schön hier. Guck mal, Leute. Ja, also, oh, Kürbisse, ja. Ah. Hat das wieder wehgetan. Schwein, du solltest doch da hinten warten. Und du bist ein Aluminiumschaf. Super. Wo war jetzt der Baum? Hier? Hier. Ja, das kann dauern. Einen habe ich ja. Na gut. Ja, der Seed ist leider diesmal keine tolle Wortschöpfung, die man sich prima merken kann oder so. Das kann auch sein, dass ich die tatsächlich, dass ich mir irgendein spinnertes Wort überlegt habe damals, als ich diesen Seed entdeckt habe. Habe es aber vergessen. Es ist jetzt wirklich nur eine Zahlenkombination. Ich weiß auch nicht mehr, ob ich den vielleicht doch einfach nur eine wilde Zahlenkombination eingegeben habe oder ob das vielleicht einfach nur so generiert war. Kann ich heute nicht mehr nachvollziehen. Na. So, auf jeden Fall, wenn ihr mal ganze Inselwelten braucht und machen wir das doch auch mal eben hier. Aluminium schafft es selten. Und vor allem Riesenozeane, wenn ihr Riesenozeane braucht, ne, dann ist das natürlich ideal für euch. So. Ich habe euch den extra noch nicht früher genannt, weil ich hier selber immer noch gerne ein bisschen was entdecke. Das gehört für mich dazu, damit das für mich auch ein bisschen spannend bleibt. Und ach du meine Güte, du armes Tier. Da ist auch noch ein Skelett da unten, oder was ist das? Nee, eine Kuh. Ach Leute, ihr haltet mich jetzt auf hier. Kümmert euch da um euren eigenen Kram. So. Jetzt renne ich mal weiter. Ich glaube, hier ist die Richtung richtig. Mal sehen, ob wir wieder. Hoi, holla. Ne? Das ist ein Ozean. Leute, Leute. Oh, wie schön. Noch eine Insel da vorne. Und Rosen haben wir hier auch. Schön. Die kann man nicht inzwischen mal irgendwie züchten, oder? Ist doch noch vieles so, im Argen, ne? Also. Aber wir wollen nicht meckern. Wir wollen nicht unzufrieden sein.
Wir sind ja froh, dass es Minecraft überhaupt gibt. Da sind schon wieder Wölfe. Braucht jemand Wölfe? Toll. Wäre vielleicht auch mal ein Trip da drüben nochmal irgendwas zu machen. Scheint ein bisschen kleiner zu sein, die Insel, ne? Also hier ist ja, guck mal, dass wenn das alles zu unserer gehört, da vorne. Das ist aber schon gar nicht schlecht. Mal hier so rüberrennen. Ja, rennst du mal. Oh, ich habe Hunger. So, jetzt klappt's auch wieder. Ja, Pflotsch. Wow. Ist echt eine gute Insel. Oh mein Gott. Okay, so ein Desert ist echt selten, denke ich mal. So viel Wasser und ein paar wohl sortierte Inselgrüppchen habe ich in Minecraft einfach eigentlich noch nicht gesehen, so ein Seed. Boah, ja, hatte ich glaube ich schon mal, als ich mal Hardcore-Mode gespielt habe, da gab es ja auch mal ein paar Folgen von. Da war ich auch mal da, wo es ein paar so Inseln gab, die waren irgendwie, das war auch nicht so uninteressant. Aber es stellte sich doch raus, war doch eher ein Kontinent, ne? Guck mal, wie klasse hier diese Küstenlinien dann so aussehen, ne? Schon toll. Ja, diesen Hardcore-Mode, den habe ich inzwischen wieder völlig... manche haben danach gefragt, wann kommt denn dann die nächste Folge? Ja, kommt nicht mehr. Ganz einfach, weil es hat mich völlig gelangweilt dann irgendwann. Es war unspannend. Ja, das ist, da kann man lieber hier so ein neues Spiel richtig starten. Sonst bringt das nichts. Das hat überhaupt keine irgendwie Sonderspielmäßig irgendwie irgendwelche Elemente da drin. Es geht nur ums Überleben. Das tun wir hier eigentlich auch. Mit dem Unterschied, dass es hier nicht ganz so ärgerlich, ne, ist wie im Hardcore-Mode. Da wird dann die Welt gelöscht. Okay, das ist halt eine kurzweilige Sache, wenn man zwischendurch, wenn man Bock hat, mal eben von vorne. Aber man muss ja immer von vorne anfangen. Genau das ganze Anfängerzeugs immer machen. Und ja, das hatte ich dann ja damals dann irgendwie ein, zweimal so gemacht. Und dann wurde mir das völlig langweilig. Deswegen habe ich es wieder gelassen und habe mich jetzt wieder auf andere Sachen konzentriert. Das ist nicht so prickelnd mit dem Hardcore-Mode. Da finde ich das hier doch viel schöner. Zack. Schafe immer scheren. Immer mitnehmen, was geht. Ich kann mir hier auch noch so ein paar so von den Ranken mitnehmen. Flieg, flieg, flieg. Ich weiß, dass sie sich vermehren, aber es ist schon praktischer, wenn man ein bisschen was parat hat, ne? Ah, diese roten Pilze sind auch immer relativ selten. Da hau ich dann gerne mal mit einem Knochen rein. Ah, da haben wir genug hier, das Blaukraut. Ja, auch immer gucken auf minenarbeit.de zu allen Fragen. Was ist so, wieso ist das und was ist das für ein Texture Pack und bla bla und wie nimmst du auf und warum und so. Meistens beantworte ich diese Fragen nicht, weil ich die oft genug beantwortet habe und außerdem steht das ja alles auf minenarbeit.de. In der FAQ, also Frische Questions und Glossar für meine Fachbegriffe. Jetzt wollte ich doch tatsächlich immer das Huhn scheren. Naja. Es wird dunkel. Hallo. Wir sollten nach Hause laufen. Ich glaube, ich weiß, wo ich bin. Da ist ja unser Zipfelberg. Wunderschön.
Nee, und außerdem hier bin ich auch kein Minecraft-Support oder YouTube-Support. Ich bin auch kein Videotutorial-Support. Keine Ahnung. Ja, ich mache hier nur meine Shows und hab das Wichtigste darüber auch alles aufgeschrieben extra, damit man das nachlesen kann. Ich möchte das nicht jedem Einzelnen in einer Mail mitteilen müssen und deswegen antworte ich auf gewisse Fragen gar nicht mehr. Und darüber hinaus ist natürlich auch sehr schön, dass ich inzwischen eine schöne Schar, Stammzuschauer habe, die wirklich auch gerne kommentieren und gerne auch anderen helfen, die eine Frage haben. Da weiß ich, dass ich mich da auch darauf verlassen kann, dass das nicht einfach nur tote Kommunikation ist, sondern dass da wirklich auch was bei rumkommt, dass Leuten eigentlich auch so geholfen wird. Und so soll das hier schließlich auch sein. Jetzt wollen wir hier mal ein bisschen das Zeug weg. Ach, was wir alles gefunden haben. Super. Ja, war doch ein schöner kleiner Ausflug. Süß und nett. Ah, dann schmeißen wir auch direkt mal wieder. Hatte nämlich schon fast so ein bisschen. Ja, dass das immer noch nicht geht. Fast so ein bisschen Bedenken. Ach ja, ein bisschen haben wir noch. Aber ich möchte nicht auf das Gammelfleisch zurückgreifen müssen. Nein, nein, nein. Holz. Holz, ne? Ja, Holz sollten wir fällen. Und neu einpflanzen. Das wird langsam knapp. Ja, das lassen wir einfach mal brutscheln. Ein Stückchen. Ein bisschen sollten wir doch vielleicht noch zu uns nehmen. Immer noch das alte verschimmelte Brot aus der Mine. Boah. So, bei euch ist alles klar. Alles schon ausgewachsene Tierchen. Gut. Zwei Schafe. Sch schwarze Schafe. Zwei Schafe, schwarze. Zack. Ja, heute wird hier geschoren. Zack. Lauft ihr eigentlich weg, wenn man das Tor offen lässt? Nee, ne? Habe ich noch Getreide dabei? Ja, komm. Da machen wir jetzt mal Folgendes. Guckt mal eben weg, ihr Vegetarier. Und ihr könnt wieder neu euch vergnügen. Ja, die werden jetzt hier nackig rumrennen. Finde ich ja ziemlich ätzend. Und ihr? Ihr sollt Liebe machen. Und Nachwuchs zeugen. Ist da nicht die Möglichkeit? Geht das jetzt nicht mehr? Da! Ich bin nicht die Kuh, die. Ja, genau, da. Komm, schön. Ein Baby. Okay. Ich hatte schon für einen Moment gedacht, das würde nicht mehr funktionieren, aber er hätte die Kuh mal so ein paar so Viagra einschmeißen müssen, ne, aber wo soll ich das jetzt herkriegen, ne? Keine Apotheke weit und breit. So, das ist jetzt hier nämlich eine schöne übersichtliche Sache mit der Baumschule oder der kleinen Plantage hier, wie auch immer. Ach, da vorne fehlen mir auch immer ein paar Holzstufen. Ach ja, wo wir ja nochmal davon. Jetzt kommen wir nochmal aufs Thema zurück, ne? Wir hatten ja eigentlich noch was vor. Wir hatten ja unsere Erkundung gemacht, die war ja sehr schön. Jetzt wissen wir auch wirklich, dass wir auf einer Insel sind. Ist ja auch mal ganz interessant. Und so nach 5000, 35, 700 Millionen Folgen. Und der Seed dieser Welt. Ta-ta-ta-ta-ta. Lautet, jetzt holt euch was zu schreiben, bitte, ja? Ihr habt noch ein paar Sekunden Zeit, ja, um euch was zu schreiben zu holen. Ich glaube, der ist etwas länger. Ist ja neuerdings so. Ja, mit den Seeds.
So, habt ihr Stift, habt ihr Papier. Ach, eine Chance habt ihr noch. Ach, vielleicht könnte ich auch noch mal einmal ganz rumrennen, damit... Nein? Okay. Okay, ich sag euch jetzt den Seed. Ganz toll. Ganz spannend. Ich gehe dafür mal rein, damit ich nicht währenddessen erschlagen werde. Und zwar lautet der... Aha. 4-1... 8-1 8-8 2-2 6-0 8-3 1-2 7-1 2-9-4. Ne, und da seht ihr auch dann die X- und Z-Koordinaten. Minus 1228 und 2364, ne? Also da seht ihr auch mal, wie weit wir vom Spawnpunkt dem ersten weg sind. Da müsstet eigentlich, wenn ihr den Seed aufruft, auf meiner kleinen Insel landen, dem Inselchen, ne? Ich denke nicht, dass ich dahin zurückkehren werde. Wenn ihr da seid, dann grüßt sie schön von mir, aber ich glaube, da werde ich nicht mehr hin zurück reisen. Das ist einfach zu weit. Ja, fahren wir lieber hier in der Gegend. Da haben wir ja noch ein paar Inseln gesehen und das kann man höchstens mal irgendwann machen. Okay, habt ihr jetzt den Seed aufgeschrieben? Ja, 41818 822 60 8312 71294. Auch kein Minus davor, sondern einfach nur so. Ja, dann viel Spaß damit. Ja, wenn ihr was Schönes baut, schickt mir Screenshots. Ne? Das kommt dann auf minenarbeit.de in eine Galerie rein. Oder können sich die anderen Leute das auch angucken. So, und jetzt bin ich traurig, weil das jetzt nicht mehr mein persönlicher Seed ist, sondern irgendeiner. Ne? Alle kennen den jetzt. Ich glaube, ich fange ein neues Spiel an. Nein, Spaß. Es ist schon alles völlig okay. Der ist so außergewöhnlich und vor allem könnt ihr euch ja auch eine andere Insel aussuchen. Ne? Wir sind ja, glaube ich, genug da. Ach, das ist schön. Guck mal, was man hier so machen kann. Da kann man jetzt hier nämlich direkt mal noch ein bisschen Knochenmark nehmen und die Bäume düngen. Habe ich denn den einen noch dabei? Hier, den, ja. Komm, da sollten wir jetzt hier... Ah, das mache ich doch hier unten. Mhm. Setze ich hier unten mal so eine Reihe Pinien hin. Und zwar machen wir das jetzt auch mal auf die beschleunigte Methode. Hoho. Ne? Das gefällt mir. Direkt wieder weg damit. Na, die sind immer so groß. Ist ja im Grunde nicht verkehrt, ne? Ach, noch ein. So, mach mich nicht schwach. So, und jetzt wird er hoffentlich noch mindestens zwei Setzlinge ausspucken. Da heißt es jetzt ein bisschen abwarten. Fangen wir einfach mal hier an nachzuzüchten. Wobei ich mal den Eindruck habe, die werden schöner, wenn man die einfach wachsen lässt. Jetzt sind die alle gleich, ne? Nee. Huch. So, ein großer sogar. Gut. Und? Ist hier schon was runtergefallen?
Hallo. Ja, warten wir mal ab, ne? Warten wir einfach mal ab. Herrlich. Ja, langsam gefällt es mir auch richtig gut hier. Obwohl ich ja so ein Swampweed-Fanatiker war, ne? Der Seed meiner ersten Welt. Tiki, tiki. Na, ihr Tiere, ja, ihr habt immer noch kein neues Fell. Ich glaube, ich bringe euch jetzt auch mal um und dann wird hier neue Liebe gemacht und. So, das war's. Hahaha. Ja, guckt nicht so böse mit mir. Na, hier, ihr zwei. Müsste eigentlich verboten werden, weil das Inzest ist, ne? So. Nehmen wir mal nicht so genau hier. So auf dem Land, ne? Ah, guck mal, jetzt haben sie sich gleich. Jetzt haben sie sich gleich. Komm, guckt doch. Also seid ihr denn bescheuert? Das ist eure Chance. Nur fackelt doch nicht so lang. Ja, wie Nina Hagen damals schon immer sagte, ne? Rangehen, rangehen. Wenn du scharf bist, musst du rangehen. Hingehen, hingehen. Dann ist alles gut, ist alles okay. Ja, genau. Ganz einfache Sache. Dafür sind mir jetzt die Kühe abgehauen. Ja, guck mal, da kommt da jetzt jemand. Da wollte ich also so haben. Hallo, jetzt guckt ihr euch hier die Gegend an, oder was? Hallo. Hallo, du doofe Kuh. Oh, Mann. Was macht ihr denn da? Ich glaube es ja nicht. Ich weiß nicht, wo die hinwollen. Es wird Nacht. Ja, guck mal hier rein. Guck mal hier, wo ich bin. Ja. Lecker, lecker. Oh. Na komm. Das hat wenig Sinn. Ich lasse die jetzt einfach mal rennen. Ich bin mal gespannt, wo die dann hinlaufen. Ich geh mal lieber schlafen. Ja. Abenteuer auf dem Bauernhof. Ja. Mensch. Du kleine Kuh, komm, du doch wenigstens. Du scheinst doch ganz intelligent zu sein. Komm, mit so einem großen Kopf. Ja, guck mal. Ja, ich hab doch hier lecker, schön. Guck mal. Das ist die doofe, dicke Kuh, die schiebt den immer weg, ne? Komm, Steak Time. So, und du kommst jetzt mal mit. Ja, guck, was ich hab. Ja, was hat der Onkel Vorbudler denn hier? Na komm. Na komm. Ich meine, du kannst auch da rumrennen, wenn du jetzt unbedingt, solange nicht abhaust, ne? Kommt die vielleicht hier raus? Die scheint doch hier raus zu wollen. Das ist eine Wissenschaft für sich, das mit den Tieren. Die geht dann wieder zu ihrem Baby. Aha. Ja. Was soll sie dann? Na gut, dann lasse ich die jetzt einfach mal. Sollen wir das mal beobachten, wie das so läuft. Na. Na. So, wenigstens hat das wieder neue Wolle. Ne?
kann ich jetzt noch nicht scheren, oder? Ja, wahrscheinlich schon, aber da kriege ich wahrscheinlich nur eine Wolle raus oder sowas. Das mache ich jetzt aber nicht. Prima. Okay, dann werde ich jetzt mal wieder ein bisschen Schluss machen und dann werde ich mir überlegen, was ich in der nächsten Folge drehe. Mal wieder ein bisschen richtig schön bauen, irgendwas und das wäre doch. Jetzt habt ihr den Seed, jetzt seid ihr auch mal ein bisschen dran, da könnt ihr jetzt euch ein bisschen austoben und mal sehen. Es wird schon. Auf jeden Fall wünsche ich euch alles Gute, bis zum nächsten Mal. Und tschüss.